rechts, da müssen wir rein, wo es vorhin war. Da links ist der Androide auf jeden Fall, hoffe ich. Oh, mehr Brennstoff, geil. Okay, da oben ist ein Schacht, also Vorsicht. Da kommt man nicht durch. Bevor ich hier irgendwas aktiviere. Das hier müssen wir schon mal aktivieren. So, erstmal nachladen. Vorsicht. Is my exit open, Ricardo? Wait a minute. Ricardo, is my exit clear? Jesus, he's shot. He won't move. What are you doing, Ricardo? Fix it. Oh, God. I'm sorry, Ruby. I'm working on it. Bombe haben wir auch noch. Okay, jetzt wo ich weiß, dass es scheinbar nicht hört, kann ich das ja auch dann mal ein bisschen kommentieren. Ricardo, you got news for me. I need more time. More time. More time. Deck mich, Ricardo. Ich kenne auch einen Ricardo, ist ein sehr netter Typ. So, wie ist das jetzt? Muss ich jetzt warten, bis er den diese Tür aufgemacht hat. Okay, what? Wo rennt's hin? Wo muss ich denn hin? Okay, also warte. Also links oder rechts raus und jetzt müssen wir... Achso, wir müssen den Weg wieder zurück. Six Security bis zur Lobby. Boah, fuck. Das ist aber ein langer Weg. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo es gerade hingerannt ist. Ist das richtig? Ach. Da können wir nicht rein, weil wir die Gasmaske nicht haben. Oh, bin ich schon zu nah dran? Scheiße. Wo ist denn gerade hingerannt? Also, wo immer es ist, laut der Anzeige ist es recht weit weg. Wo jetzt hin? Ach, da hinten raus. Ah, okay, er hat alle Türen wieder geöffnet. Oh, scheiße. Ist im Schacht oder im Flur? Ach, der Androide schon wieder. Ricardo. Mieser Wichser. I had to suppress the alert. It was the only way to get Ripley out. You let it out? We had it locked down and you let it out? Ripley, it's still on your tail. Where should I go? Take the elevator to Gemini Labs. If it follows, we can still trap it there. Ripley, Ricardo, we can't let it escape again, no matter what. Ja, hat er recht. Hier sind schon mal wieder einige Menschen.
Und ich weiß nicht, ob die uns freundlich gesinnt sind, also passe ich erstmal auf. So. Ich folge jetzt einfach dem Motion Tracker. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt richtig bin. Okay, die sind wieder bis zu den Zähnen bewaffnet. Ich will nichts riskieren, ganz ehrlich. Ist hier alles wieder offen, Tatsache. Keep your head together. You can do it. Huh? On your way. Okay, sieht mich. Scheiße. Fuck. Ach, ich hatte gehofft, die reagieren nicht so schnell. Und die hat mich eh gesehen. Ich konnte da nicht lang. Das war blöd. Bisschen weniger Schiss. Ach, wenn ich das hier aufmache, dann bringt mir gar nichts, oder? Doch, egal. Das ist ja hier, wo ich an dem Aufzug war. Komm her! Komm her! Ja, hast Angst vor dem Feuer, ha? Hast du Angst vor dem Feuer, ha? So sieht es also aus. Ah! Shit! Och, komm schon. Ach, Mann! Ah, puh. Aber das war geil. Das war cool. So. Jetzt nehme ich schnell die Abkürzung da durch. Los, mach schon. So, jetzt sind die Leute mit den Waffen wieder hier, also Vorsicht. Ich muss zu dem Aufzug, und zwar zu dem Aufzug, der da oben ist, in dem Raum. No, no, no. Ist keiner hier. Es ist alles in Ordnung. Yes. Haha. Yeah. Dem haben wir es gezeigt. Aber ich mache nie wieder irgendwelche Scherze gegenüber dem Alien.
Das ging ja voll in die Hose. Ich glaube, ich war über eine Millisekunde umgedreht, als ich an die Wand gestoßen bin, rückwärts so, huh, oh. Und dann direkt durch. There's a freight elevator you'll need to take, but ever since Seeson pulled funding from Gemini, it's been out of action. Sie also geschrieben hat. So, speichern wir. Okay. Ja, mein Kumpel ist jetzt immer noch in dem Level davor, der hat's... Oh nein, ich hab nicht gespeichert, scheiße. Der hat's noch nicht so weit geschafft. Gucken wir mal, wann er aufhört. Eine Person und ich habe diese Dose Fahrt weggetreten. Hallo. Wow. This really doesn't feel right, does it? Nee, tut's nicht, aber ist echt schön hier. Also abgesehen von dem Killermonster. Ist echt schön. Noch irgendwas übersehen? Ah, da. Flammenwerfer, Brennöl und noch mehr. Kann ich liegen lassen, kann ich auch nicht aufmachen. Okay, unser Strom ist aus. Oh yeah, nice. Seeson's been trying to sell that whole outfit for years, along with Sebastopol. No one ever bid, but it means security's still online. Okay, enough talk now, waits. Oh, ich sehe schon die Security-Kamera. Yeah, Plasma. Jetzt haben wir eine Plasma-Torch. Und dieser Typ wurde offensichtlich gefressen. So, Kamera machen wir aus. Und unstabiles System an. Ja, wieso nicht? Gut. Das war jetzt nicht so schwer. Erstmal reinfassen, wie das noch heiß ist. Fuck yeah. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieser Android uns da wohl gesinnt ist. Fragen wir ihn mal. What do you need to know today? Ja, also scheinbar alles okay. Stuff. Das ist ein Terminal, was wir lesen können. Sie
Seeks and Funding Seeks and Regrets to inform that Gemini Exoplanet Solutions will receive no further funding. Seeks is not liable for time remaining on Gemini personal contracts. Please talk to your line manager about the facility shutdown and what it will mean for you. We would like to take this opportunity to personally thank you for the time spent with us. Power budgets. After a discussion with the line manager, several of you have questions about restoring power. Should power be required in distribution, say in case of emergency, you can access the maintenance system using key code 8897. This still needs to be cleared with your line manager and should not be done without authorization. 8897 ist ja nicht so schwer. Ich habe jetzt einen Service Request durchgeführt, das heißt, der Androide wird jetzt wahrscheinlich dahin gehen. Genau. Genau, Androide, kümmere dich erstmal um deine Arbeit da hinten. Ich glaube nämlich, dass es nicht legal ist, dass wir dran dürfen, also machen wir lieber schnell. 8897, ne? Alles andere ist wurscht. Okay, jetzt kriegen wir keinen Ärger. Beim ersten Mal wusste ich es nämlich nicht, da ich da nicht dran darf und hat mich der Androide plötzlich versucht zusammenzukloppen. Das ist jetzt aber kein Problem. Jetzt haben wir ihn abgelenkt. So, ich mach das schon mal auf für später. Sonst geht es von der anderen Seite nicht auf, falls wir irgendwo hinfliehen müssen. Zu. Dann war das los. Ich weiß noch, beim ersten Mal spielen war ich wirklich so übervorsichtig, da bin ich nicht nur überall hingekrochen, sondern ich dachte auch, dass alle feindlich sind und habe dann wirklich. Ah, es ist gerade wie im Schacht gelandet, das Vieh. Ich habe dann wirklich alle für feindlich gehalten. Dann hat es natürlich Stunden gedauert, bis ich immer irgendwas geschafft habe. Also, wenn ich jetzt links rausgehe, habe ich die beste Chance. Okay, links, dann Trigger, Analysis Lab, Breaker Switch. Okay, wir müssen dann zwei Schalter. Mein Kumpel macht erstmal eine Pause. Ich mache noch weiter und meine Hände schwitzen wie Sau. Okay, müssen wir irgendeinen Schalter drücken. Oh, und die Stelle erinnere ich mich noch, hier habe ich richtig lange gehangen manchmal. Ich weiß nicht, ob ich erst speichern sollte. Der Typ ist nicht tot. Das müssen wir uns merken, der Android da hinten ist nicht kaputt. Wenn die Augen leuchten, dann sind die nicht kaputt. Der hat wahrscheinlich nur eine Mini-Fee-Funktion. Okay, speichern! Oh, scheiße. Hm, was? Meine Konzentration lässt momentan wieder extrem nach. Spiele nachher weiter, ist dann auch noch dunkel und wird richtig creepy. Oh, ich hab gar nicht geguckt, ob ich irgendwas bauen kann. Wahrscheinlich, weil alles immer noch voll ist. Ist es auch. Oh! Ah! Zurück!
wenn man das verjagt, dann ist eine kurze Zeit, wo man mal so verschnaufen und sich ein bisschen schneller bewegen kann, aber die Betonung auf kurz. Das ist jeden Moment wieder da. So, erstmal die Kamera ausschalten hier.